Wie lange sollte man Bettruhe halten nach einer Gehirnerschütterung? Antwort: ein paar Tage. Und worauf dabei achten? Vor allem darauf, dass man nicht eintrübt, so nennt man das. Das ist die große Gefahr, erkläre ich jetzt gleich. Im Falle zum Beispiel eines Unfalls, warum fragen Notärzte oder Sanitäter den Unfallpatienten eigentlich, ob er weiß, wo er wohnt? Solche Fragen dienen nicht nur zu Informationszwecken. Eine Gehirnerschütterung ist durch eine kurzfristige, erstens Bewusstseinsstörung, die bis zur Bewusstlosigkeit sogar führen kann, und eine zweitens Gedächtnisstörung, also eine Erinnerungslücke gekennzeichnet. Mir selbst ist es widerfahren und vielleicht auch Ihnen, weshalb Sie dieses Video jetzt anschauen. Ich erkläre jetzt einmal alles Wichtige zur Gehirnerschütterung, nämlich so, dass Sie Bescheid wissen und vor allem auch wieder ruhig schlafen können. Ich kenne sehr gut dieses beschissene Gefühl der Unsicherheit nach einer Gehirnerschütterung, gerade auch wenn man bestimmte Symptome weiter hat. Und genau darauf gehe ich jetzt im Video ein. Hallo und herzlich willkommen zur Videovisite. Mein Name ist Dr. Tobias Weigel. YouTube bietet auch uns Ärzten bekanntermaßen die hervorragende Möglichkeit, über unsere Gesundheit, Beschwerden, Symptome etc. aufzuklären. Und genau das möchte ich mit meinem Kanal tun, nämlich erstens medizinisch, zweitens verständlich, drittens korrekt und zwar komplett unabhängig. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie jetzt einfach meinen Kanal. Die Gründe für eine Gehirnerschütterung sind vielfältig, können ganz unterschiedliche Gründe sein. Kinder stürzen beim Spielen vom Klettergerüst, Profisportler stoßen mit den Köpfen zusammen, vielleicht auch sehr oft, wie beim Boxen zum Beispiel, beim Footballspielen, komme ich auch gleich drauf. Ein Radfahrer erleidet einen Verkehrsunfall oder eine ältere Person stürzt die Treppe herab. Das alles fasst man unter dem Begriff traumatisches Ereignis zusammen, so nennt man das, ein Trauma. Pro Jahr erleiden in Deutschland rund 33 von 10.000 Menschen ein Schädelhirntrauma. In rund 90% der Fälle, also fast immer, handelt es sich um ein leichtgradiges Schädelhirntrauma, also eine Gehirnerschütterung. Auch wenn man die Erscheinung als leichtgradig bezeichnet, treten bei den meisten Patienten unangenehme Symptome auf. Beispiele sind Übelkeit, Schwindel und Verwirrtheit auch. Und natürlich macht es Betroffene auch Angst, die Situation, gerade wenn es länger anhält. Schädelhirnverletzungen sind eine der häufigsten Gründe für Behinderung und Todesfälle im Kindes- und Jugendalter. Laut Statistiken werden innerhalb eines Jahres ca. 600 von 100.000 Kindern zwischen 1 bis 15 Jahren mit einem Schädelhirntrauma behandelt. Über 90% davon wieder mit einer Gehirnerschütterung. Die meisten Fälle werden bei Kindern unter 5 Jahren sowie im Teenageralter beobachtet. Soweit einmal kurz zu den Zahlen. Was ist eine Gehirnerschütterung? Eine Gehirnerschütterung ist ein leichtgradiges Schädelhirntrauma. So eine Erschütterung des Gehirns tritt nach einem den Kopf schädigenden Ereignis auf. Also die typischen Beispiele, wie ich eben genannt habe, Sturz, Schlag auf den Kopf etc. Normalerweise schwimmt unser Gehirn in Flüssigkeit und berührt den Schädelknochen nicht. Also hier oben dieses Gehirn ist ja noch der Schädelknochen. Diese Art der Lagerung schützt natürlich das Gehirn. Bei einem Unfall oder einem heftigen Schlag auf den Kopf stößt aber das Gehirn an den Schädelknochen an. Und diese ruckartige, plötzliche, kräftige Berührung kann die Gehirnerschütterung verursachen. Das ist also letztlich das große Problem. Unser Gehirn stößt also plötzlich gegen den Schädelknochen. Welche Beschwerden verursacht eine Gehirnerschütterung? Die typischen akuten Beschwerden bei einer Gehirnerschütterung äußern sich bei den Patienten in unterschiedlicher Schwere. Man kann auch nicht sagen, das tritt immer so stark ein, sondern ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Die Dauer der Symptome ist ebenfalls individuell verschieden. Als Faustregel aber so ungefähr gilt, dass innerhalb von ein paar Tagen bis zu einer Woche eine deutliche Besserung bzw. dann sogar Symptomfreiheit eintreten sollte oder eintritt. Möglicherweise auftretende Symptome sind sind typisch wie Schwindel, diffuser Kopfschmerz, aber auch Schlafstörungen. Zum Beispiel auch, dass man nachts permanent wach wird und natürlich erstmal gar nicht durchschlafen kann. Und auch Übelkeit und Erbrechen. Eine Besonderheit ist das sogenannte postkommotionelle Syndrom. Bei dieser Symptomatik halten die Beschwerden der Gehirnerschütterung länger an. Und zwar sogar bis zu einigen Wochen, in Ausnahmefällen sogar Monaten. Das ist natürlich für den Patienten sehr schlimm, verunsichert ihn auch extrem. Das Gute, zumeist verringern sich die Symptome bzw. Probleme nach und nach,
bis letztlich keine Symptome mehr vorhanden sind. Aber die Zeit natürlich bis dahin ist schrecklich für den Betroffenen. Daher wichtig für Sie, nicht sofort in Panik verfallen, wenn Sie merken, dass das ein oder andere Symptom nach 1, 2 oder sogar nach 3, 4 Wochen noch nicht vollständig weg ist. Das kann leider vorkommen und ist dann auch normal. Logisch, es kann ich kann vollkommen verstehen, dass Sie das natürlich beunruhigt. Daher gehen Sie im Zweifel noch einmal zum Arzt, aber wenn dieser sagt, dass soweit alles okay ist, dass im Gehirn auch nichts weiter ist und dass das normal ist mit den Beschwerden, dass sie noch fortbestehen, dann wissen Sie jetzt auch warum. Und ein weiteres ganz wichtiges Thema bzw. Problem ist ja die Erinnerungslücke. Sehr oft ist die Erinnerungsfähigkeit an das traumatische Ereignis, das was genau passiert ist, bei vielen Betroffenen beeinträchtigt. Man kann sich vielleicht nicht mehr daran erinnern, wie man gestürzt ist. Die Erinnerungslücke umfasst meistens ja den Zeitraum kurz vor, während und nach dem Trauma bzw. dem Unfall. Der Patient erinnert sich also oftmals nicht mehr an das genaue Geschehen, was passiert ist. Und das verunsichert natürlich auch extrem. Wie wird eine Gehirnerschütterung diagnostiziert? Die Diagnostizierung einer Gehirnerschütterung erfolgt häufig bereits direkt am Unfallort. Das muss auch schnell passieren. Der Arzt muss ja wissen, was passiert ist, was da los ist. Der Arzt oder der Rettungsdienst betrachtet zunächst die äußeren Verletzungen. Es ist jedoch ebenfalls natürlich extrem wichtig festzustellen, ob quasi in unserem Schädel eine Verletzung vorliegt. Also ob ein Schädelhirntrauma vorliegt. Und natürlich, wenn ja, wie schwer dieses ist. Und genau dies diagnostiziert man mit Hilfe einer ganz genau festgelegten Skala, die Glasgow-Coma-Skala. Der Arzt oder Rettungssanitäter verwendet die Glasgow-Coma-Skala, auch Englisch Glasgow-Coma-Scale oder einfach nur Coma-Skala genannt, um die Gehirnerschütterung zu diagnostizieren. Man notiert sich hierbei anhand eines bestimmten Punktesystems, wie die Reaktionen des Patienten sind und wie gut er bei Bewusstsein ist. Die untersuchten Kriterien sind Augen öffnen, zweitens verbale Reaktion und drittens motorische Reaktion, also sehen, sprechen, bewegen. Diese Einteilung kennt jeder, der im Rettungsdienst arbeitet, und genau so kann man es auch selber machen, wenn man jemanden trifft oder den Verdacht hat, dass diese Person vielleicht eine Gehirnerschütterung hat. Nach der Einschätzung addiert man die Punkte, die man vergibt, die der Patient im Test erhalten hat. Die maximale Punktanzahl, die ein Patient auf der Skala erreichen kann, beträgt 15. Das heißt, bei 15, dass er bei vollem Bewusstsein ist und auf Ansprechen und allen weiteren Reizen sehr gut reagiert. Die Pupillen reagieren, er kann sprechen, er kann sich bewegen. Man teilt ein Schädel-Hirntrauma generell in 3 Schweregrade ein. Die ausführliche Einteilung und auch Zuteilung habe ich hier einmal aufgeführt. Wer es sich genau anschauen will, der kann gerne das Video einmal stoppen oder auch empfehle ich einmal gerne nachlesen. Alles in meinem Blogartikel dazu. Ansonsten mache ich jetzt aber weiter. Noch einmal zur Einteilung. Man spricht von einer Gehirnerschütterung, also einem leichtgradigen Schädelhirntrauma, wenn der Patient aufgrund des Unfalls weniger als 5 Minuten lang bewusstlos war. Bei einer Bewusstlosigkeit, die so zwischen 5 und 30 Minuten bis zu einer halben Stunde andauert, folgt hingegen zumeist ein mittelschweres Schädelhirntrauma und bei längerer Bewusstlosigkeit ein schweres Schädelhirntrauma. Wenn man einen Verdacht auf eine Gehirnerschütterung hat, ist es natürlich extrem wichtig, andere Verletzungen, vor allem auch natürlich Kopfverletzungen, auszuschließen. Diese könnten zum Beispiel eine unfallbedingte Schädelprellung, ein Schädelbasisbruch oder auch eine Gehirnblutung sein. Also man hat ja nicht nur die Erschütterung sozusagen des Gehirns, sondern vielleicht noch andere Verletzungen. Und solche Verletzungen gehen allerdings eher mit einem mittelschweren bis schweren Schädelhirntrauma einher. Da eine Gehirnerschütterung, ein leichtgradiges Trauma ist, wie jetzt bereits schon mehrmals gesagt, geht sie also eher mit wenigen Verletzungen einher. Man hat oftmals nur die Gehirnerschütterung und keine weiteren Probleme. Die Behandlung einer Gehirnerschütterung. Eine Gehirnerschütterung muss in vielen Fällen nicht vom Arzt behandelt werden. Er untersucht das natürlich, klärt alles ab, aber man braucht keine weitere Behandlung. Was das Gehirn allerdings unbedingt benötigt, das ist Ruhe. Möglicherweise erfolgen in den ersten Stunden nach dem traumatischen Ereignis, dass man noch auf Station bleibt und unter ärztlicher Aufsicht bleibt. Liegen keine weiteren behandlungswürdigen Verletzungen vor, ist also sonst alles in Ordnung, gerade so im Kopfbereich auch, dann wird man entlassen und man kann als Patient nach Hause gehen. In den Tagen nach dem Unfall ist es sehr wichtig, dass man sich gut ausruht. Hierzu gehört das Vermeiden von Arbeit, Sport und körperlich anstrengenden Aktivitäten ganz im Allgemeinen. Auch geistige Aktivitäten und auch sowas wie langes Lesen
Fernsehschauen auch sind nicht ratsam. Man sitzt natürlich dann zu Hause, darf nichts machen, dann auch nicht Fernsehschauen, ist natürlich schlimm. Aber das Gehirn muss sich erholen. Je mehr Reize es erhält, desto langsamer geht der Erholungsprozess vonstatten. Die Bettruhe sollte jedoch auch nicht allzu lange andauern. Nach einer gewissen Erholungszeit sollte man wieder rasch am normalen Alltags- und Berufsleben teilnehmen. Also ganz am Anfang ausruhen, aber dann rasch auch wieder teilnehmen. Um den Symptomen einer Gehirnerschütterung entgegenzuwirken, kann der Arzt Medikamente verordnen. Das ist aber mehr gegen die Symptome, nicht gegen die Gehirnerschütterung selbst. Zum Beispiel Paracetamol oder Ibuprofen gegen die Kopfschmerzen. Gegen Übelkeit hilft zum Beispiel Womex, habe ich auch ein Video dazu gemacht, oder das bekannte MCP. Kann eine Gehirnerschütterung Folgeerkrankungen verursachen? Es ist möglich, dass, wie ich eben gerade gesagt hatte, ein sogenanntes postkommotionelles Syndrom auftritt. In einem solchen Fall dauern die Symptome bis zu einigen Wochen lang an. Lange Zeit ist man auch davon ausgegangen, dass eine Gehirnerschütterung ansonsten keine Spätfolgen mit sich bringt. Ist ja nur ein leichtes Schädelhirntrauma, dass dann alles wieder in Ordnung ist. Neuere Studien haben allerdings ergeben, dass im späteren Verlauf, also nachdem die Gehirnerschütterung bereits abgeklungen ist, ebenfalls Folgesymptome auftreten können. Diese umfassen möglicherweise Erinnerungsschwierigkeit oder auch Einbußen der Aufmerksamkeitsfähigkeit. Man sagt so, in 10-20% der Fälle, also ich finde schon eine hohe Zahl, kann sich ein sogenanntes chronisches posttraumatisches Syndrom entwickeln, nennt man so, bei dem die Beschwerden länger als 3-6 Monate bestehen. Es äußert sich dann mit dumpfen, drückenden Kopfschmerzen, möglicherweise begleitet von Symptomen wie Befindlichkeitsstörung, auch depressiver Verstimmung oder subjektiv verminderter Leistungsfähigkeit. Das ist natürlich oft für den Patienten sehr schlimm, vor allem auch, da man sich klar diagnostizieren kann. Man findet ja nichts irgendwie im Gehirn, dass da was nicht stimmt. Weiterhin könnte es laut neueren Studien auch sein, dass das Auftreten einer Gehirnerschütterung das Risiko für eine posttraumatische Belastungsstörung erhöht. Zudem ist das Auftreten auch einer Demenz im Alter mit früheren Gehirnerschütterungen assoziiert. Also, dass man später im Alter eine Demenz eher bekommt, wenn man oft in der Jugend zum Beispiel oder als junger Mensch eine Gehirnerschütterung hat. Hier gibt es ja aktuell die Diskussion in den USA bezüglich dauerhafter Hirnschäden durch Footballspielen oder Boxen etc. Auch sagt man ja jetzt, dass wohl im jungen Kindesalter häufiges Kopfballtraining nicht so gut ist. Wie immer aber gilt, weitere Studien sind nötig, um die Zusammenhänge zwischen der Gehirnerschütterung und den Folgeerscheinungen genauer zu untersuchen. Was man definitiv weiß, das Risiko für Spätfolgen ist höher, je öfter man eine Gehirnerschütterung erlitten hat. Wenn Sie sich einmalig den Kopf verletzen, einmalig eine Gehirnerschütterung haben oder ein leichtgradiges Schädelhirntrauma erleiden, ist das Risiko für Spätfolgen also recht gering. Personen mit häufigen Gehirnerschütterungen, zum Beispiel Profiboxer, sind eher betroffen. Wenn Ihnen der Beitrag jetzt einmal gefallen hat, dann gerne machen Sie den Daumen hoch, gerne abonnieren Sie den Kanal und für Kommentare und Meinungen hierzu schreiben Sie einmal direkt unter das Video und ich bin froh, Ihnen diese zu beantworten. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.